So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist einfach nur ein schwachsinniges Video, aber ein schwachsinniges Infovideo. Weil ich brauche Platz. Ihr seht das hier. Es sind 15 Magazine. Was das für einen Platz wegnimmt, wenn man die alle zusammen irgendwo liegen hat. Dann passen da weniger neue rein, sag ich mir so. Aber da der ein oder andere von euch gerne solche schwachsinnigen Infovideos sieht, habe ich mir gedacht, mache ich sie nicht eben jetzt schnell auf, pack's weg, sondern mache ich es vor die Kamera für den einen oder anderen. Aber anfangen werde ich jetzt mal mit die Lego Jurassic World Magazin Nummer 14. Das Ganze habe ich hier nur 3, 4, 5, 6 Mal. Ja. Ich weiß, es ist schwachsinnig, weil diese Minifigur braucht man nicht wirklich so oft, den Motorradfahrer. Ich auch nicht. Wäre es ein Dino gewesen, natürlich viel, viel öfters. Aber da beruhigt mich ja die limitierte Karte. Die LE3 ist natürlich die Lego Booster Kartensammler. Der Jurassic World weiß, die sind nicht so gelaufen wie Ninjago. Die ermäßig so wie die Star Wars Reihe. Aber trotzdem ist es eine limitierte Karte. Ich bin Fan davon. Also weg. Das Ganze eben schnell auspacken. Zweite Motorrad. Ah, da oben hin. Ja, seht ihr? Man hat auch schon Platzmangel beim Sortieren. Also, das weiß ich. Es ist ein schwachsinniges Video, aber trotzdem habe ich mir gedacht, wie gesagt, der ein oder andere findet das gut, so Infovideos, so schwachsinnige Art. Aber es kommt natürlich auch heute noch ein Highlight. Wie gesagt, das habe ich gestern angekündigt, ich brauche Platz und fertig. Ja, hat er mal jetzt geklebt. Da ist aber ein Riesenhaufen drauf. Ups. So, und das Letzte. Ja, ihr schreibt mir natürlich auch in die Kommentare. Welches habt ihr denn mal wieder öfters doppelt gekauft, weil euch die Figur gefallen hat? Oder weil ihr sie gebrauchen konntet? Da denn dran? Da ist ja der Everest dran geklebt. So. Alle limitierten Karten heile geblieben. Das ist natürlich perfekt. So, mache ich zuletzt. Komme jetzt zu den Lego City Magazine. Und zwar fangen wir an mit die Nummer 29. Die Nummer 29 fand ich richtig cool. Da habe ich ja noch einen Scherz gemacht. Hat auch mein Arzt bekommen, ein Paket Corona-Spritze. Ah, Panik! Das habe ich hier noch dreimal. Wie gesagt, das war das Lego City Magazin Nummer 29. War relativ witzig. Hatte ich ja sofort. Hier ist die Corona-Spritze. Ah! Ja, das passte irgendwie. Habe ich jetzt auch noch ein paar Mal. Ich weiß nicht warum, mir bekannte das dann, weil ich das so gut im ersten Augenblick fand und trotzdem noch welche besorgt haben. Aber naja, ich habe es, könnte ein Krankenhaus damit machen. Also, der war in das Lego City Magazin Nummer 29 drin. Kommen wir jetzt zu die 30, die eigentlich noch aktuell ist. Aber, ihr seht es selber, habe ich auch dreimal. Nicht so wirklich, naja, für mich ist es Teilespender. Besonders die blauen Zahnräder. Sonst eigentlich weniger. Der ein oder andere sieht es schon. Was kann man dafür gebrauchen? Blaue Hose. Das war's. Ist leider so. Aber der ein oder andere von euch ist City-Fan. Vielleicht zur Straßenkehrer oder sonst irgendwas.
Er kann ihn natürlich gebrauchen. Ich will es nicht schlecht machen, aber ich bin nicht so der City-Fan. Ich brauche die mehr als Ersatzteilspender. Ja, das war's. Und dann natürlich, wo ich mich am meisten darüber freue, ist das aktuelle Lego City Magazin Nummer 31 für 4 Euro. Das bekommt ihr noch überall mit den Tauchern. Ihr wisst, Taucher, Astronauten, das sind meine Lego City Produkte, die ich mag. Brauche, nicht wirklich brauche, aber übertrieben viele immer davon habe. Aber so Tauchergeschichten gefallen mir. Aber nichtsdestotrotz, ich musste wieder Platz machen. Ihr seht es selber, ein paar Booster, ein paar limitierte Karten. Und jetzt kommen wir zu das 15. und letzte Magazin, Rätsel-Comic-Magazin. Das ist von Harry Potter. Ich mache die Geschichten ja ab und zu, wenn mir, die Figuren gefallen, die man sonst woanders in große Sets holen muss. Ich habe von Ninjago, von Batman fand ich sehr richtig mega. Habe ich natürlich auch sehr viele übertriebene Videos gemacht mit dem großen Umhang. Perfekt. Dann gab es die von der DC-Reihe, Ninjagos sowieso mehrere. Harry Potter gab es auch schon verschiedene. Und hier ist er nochmal in gelb-schwarz drin. Habe ich ja als Scherz gesagt, als Berusse. Aber so ein Magazin liegt auch rund bei 5 Euro. 4,99 bis 5,99 Euro. Es kommt immer darauf an. Merchandising, ihr wisst das Geschäft. Aber ich habe ihn jetzt noch einmal. Ich weiß auch nicht, jetzt müsste ich ihn fünfmal haben. Passt also. Das war's. Das waren jetzt wieder meine Lego-Magazine, wo ich Platz brauche. Ihr seht, ist eine Menge. Kann ich jetzt wieder was Neues hinzutun? Für euch war es ein schwachsinniges Infovideo. Ich weiß, ich versuche natürlich irgendetwas von Lego unter dem Video verlinken. Sicher und bequem auf jeden Fall. Teilweise auch schon günstiger. Ihr schreibt mir jetzt mal, was ihr euch zuletzt wieder doppelt und dreifach nicht geholt habt. Das habe ich ja bekommen. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.